Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Welle 1974. Das ist Marvin's Mittens. Das Spiel wurde mir zur Verfügung gestellt vom großartigen Pink Cap. Ja, hier mal meine persönliche Danksagung. Und dem ihr jetzt auch für die nächsten Tage mal ordentlich die Daumen drückt. Der hat's. Da passiert was und das ist auch ganz gut so, dass wir ihm da alle mal unterstützen und auch alle mal bei ihm sind. Ja, dieses Spiel, ich habe es da mal ein bisschen gegoogelt, was das überhaupt ist. Außer, dass es putzig aussieht, hätte ich nichts davon gehört. Ich habe natürlich dann gesehen, wer hat's Let's Played? Richtig, ja. Wer hat's erfunden? Richtig, der Gronkh. Wer sonst? Ja, sind ja nicht immer die Schweizer. Und was mir auffiel, und da bin ich mal gespannt, was eure Meinung ist. Der hat das vor einem Jahr gemacht, glaube ich. Und das war richtig gut. So gut habe ich den schon lange nicht mehr gehört, aber nun ja. Vielleicht werden wir alle älter, vielleicht haben wir es auch langsam alle satt, keine Ahnung, aber ich will euch trotzdem dieses Game mal ein bisschen kredenzen. Es ist ein typisches Jump'n'Run, wo man natürlich auch mal ein bisschen Fähigkeiten bekommt. Komme ich da schon hin? Ja. Also ihr müsst natürlich, wie ihr das so kennt, euch mehrere Fähigkeiten einverleiben. Okay, was machen wir da? Okay. Haben wir was gemalt. Das ist jetzt aber hier Grüße an die Freunde, die immer sich Gedanken machen. Das ist aber jetzt ein Igel, ne? Das könnte ein Hedgehog sein, ja? Gut, er ist nicht blau und mittlerweile arbeitslos, aber könnt ihr hinkommen. Schnell war er jedenfalls. So, ich habe ein bisschen reingeguckt in das Game. Also wirklich hauchdünn, sage ich mal. Deswegen ein bisschen von den Jump'n'Run-Passagen kenne ich jetzt schon. Aber ich wollte euch das einfach mal wirklich kredenzen und einfach mal wirklich auch mal Sachen zeigen. Gut, jetzt könnte man sagen, die sowieso die Großen eh schon machen, aber ich glaube, so viele Leute kennen das Ding jetzt hier nicht. Und grafisch ist das echt lecker. Hat nicht unbedingt viele Grafikoptionen, was ich wieder ein bisschen anprangere. Da bin ich ja bekanntermaßen kein großer Fan von. Das muss man schon ein bisschen mehr für den PC optimieren. Als so für die normalen, dusseligen, Achtung, Wortwitz, Konsolen. Das können sich ja Leute aufregen. Was mache ich denn hier? Geht's denn da weiter? Nee, auch nicht. Was mache ich denn hier? Irgendwo muss ich woanders her springen. Aber das kriege ich schon hin. Glaube ich. Sonst zeige ich euch 15 Minuten die gleiche Stelle. Ist doch auch mal schön. Nee, aber wenn ihr noch so putzige Games kennt, gerne her damit. Weil dafür ist ja die Weihnachtszeit auch da. Um mal Sachen zu zeigen, die vielleicht mal ein bisschen ruhiger sind. Ja, besinnlich will ich jetzt mal nicht nehmen, das Wort. Das hat auch schon wieder ganz merkwürdigen Charakter, aber was springe ich denn hier so bescheuert? Und glaubt mir, das ist nicht Super Meat Boy. Das war übrigens auch ganz lustig. Die Reaktionen von euch waren da auch ganz interessant. Die, die das wirklich nicht kannten, sagten, boah, ist das hart. Ja, ist es. Ich habe euch da nicht zu viel versprochen, aber macht euch keine Sorgen. 2016 machen wir das ein oder andere NES-Game und ihr werdet sagen, ja gut, so schlimm war Super Meat Boy dann doch nicht. Aber gut, da kann ich Gott sei Dank ein bisschen safe staten. Da kann ich dann rumtricksen. So, da geht's nicht weiter nach oben. Dann bin ich hier richtig. Gut, da geht's nicht weiter. Dann kann ich so falsch nicht sein. Hallo Schneemann. Okay. Kann ich mit dir irgendwas machen? Nö. So, was haben wir da Schönes? Okay, da kommen wir nicht her. Also müssen wir natürlich den langen Weg. Was erwarte ich eigentlich? Das ist ein Jump'n'Run. Direkte Wege gibt's nicht. Die gibt's weder in Adventures noch in Jump'n'Runs. Was hängt denn da? Kann ich da was machen? Nö, noch nicht. Scheinbar. Oder ich kenne die Taste nicht. Oder. Hä? Moment. Ist da was passiert? Hallo? Hallo, ich möchte hier Taste drücken.
nicht irgendwas ausgelöst, was ich noch nicht machen soll? Oder irgendwas ausgelöst, was ich machen soll? Ich weiß übrigens nicht, ob das mal ein Let's Play wird. Also das mal so am Rande. Vielleicht, wenn irgendwie sich dann genügend Leute das wünschen, dann denke ich mir das mal als Option. Aber es gibt sicherlich noch andere Plattformer, die vielleicht ein bisschen interessanter sind. Aber vielleicht ist das zum Beispiel irgendwas mal für das Weihnachtsspecial 16 oder sowas. Mal gucken. Ist ja gar nicht verkehrt. So. Tja. Ich habe jetzt irgendwas verpasst, glaube ich. Ich weiß nur nie, ob das eine gute Idee war, dass ich was verpasse. Also das Setting gefällt mir wirklich. So. Ja! Das ist ne Fuchs. So. Bekannt aus Erben der Erde. Das ist auch ganz schön. Das haben Leute wirklich viel Spaß dran gehabt. Also das ist, das freut mich. Das ist auch wirklich ein guter Klassiker. Den leider auch zu wenig Leute kennen. So, das Elf-Camp. Wie gut, dass ich das weiß, dass das Elf-Camp ist. Was ist das? Kann ich graben? Oder auch noch nicht? Okay. Tag. Hallo? Seid ihr die drei Elfen von der Tankstelle? Oder die Elfen... Curly, Mo und der andere Trottel. Hallo, ihr ignoriert mich? Hallo, ich bin Marvin. Ja, und werde ignoriert. Na, ich will meine Mittens. Was soll ich denn jetzt? Okay. Ist das ein Doppelsprung? Ich hab den Double Jump. Ach so. Ich kann fliegen. Ah. Ich Flöckchen einsammeln und ich kann fliegen. Okay. Okay. Ja. Du sagst es. So, wie komme ich da hin? Komme ich da hin? Ganz von oben? So, da kann ich hier. Ah! Okay, ich kann auch so fliegen. Ja, schön. Dann kann ich das hier auch abräumen. Na komm. Na? Alter, ich will da hin. Doch gar nicht. Wieso klauen sie mir die Flocke? Okay. Dann brauche ich wohl noch ein bisschen Power. Er freut sich. Ist gut, aber da komme ich nicht hin. Also... Kann ich von da aus so weit fliegen? Geht das? Ne. Na, komm, das machen wir nochmal richtig. Das sieht nicht so gut aus. Ach Mensch. Kannst du mich mal... noch einen anderen Weg? Ja. Da komme ich ja auch nicht hin. Ist hier noch irgendwas? Marvin, time to come in. Okay. Coming. Okay, dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Ist das so beabsichtigt? Ich meine, ich kann mir schon denken, dass du mehrere, dass du die Abschnitte mehrmals zocken musst, damit du da hier
deine Fähigkeiten und sonstiges hast. Save und continue. Machen wir. Am nächsten Tag. B-Tap. Aha, 0 von irgendwas. Aha, 28 von 47. Ach, ich kann... Hä? Was bist du denn? Ah! Schön. Ich sehe es. Also jetzt gibt's Flügchen. Flügchen. Okay. Also die Anzahl ist schon mal die Anzahl verflogen. Okay. Geht's hier noch irgendwo weiter? Muss ich dich nicht wieder... Kann ich dich gar nicht malen? Aus der Abteilung besser vom Leben gezeichnet als von Marvin gemalt. Okay, dann nicht. Aber das ist ja interessant. Ah! Da komme ich jetzt aber hoch. Da ist nichts, was ich brauche. Tja. Hä? Das waren sind versteckte Flocken? Das ist ja böse. Okay, also das ist klar. In dieser Runde erstmal die Flocken einsammeln. Schön. Und ich habe das Gefühl, dass der jetzt auch tatsächlich weiterfliegen kann. Als Anführungszeichen gestern. Okay, das ist natürlich... Das war so klar. Oh, hier geht's jetzt auch weiter. Na, komm. Okay, muss ich von der anderen Seite ran. Das war klar. Ja, aber es ist auf jeden Fall ganz putzig, das kann man, glaube ich, sagen. So, ich habe jetzt mal kurz auf die Uhr geguckt. Also, wie gesagt, ihr könnt dann entscheiden, ob ich davon mehr sehen will. Ich weiß, der großartige Pink Cap will mit Sicherheit von mir wollen, aber... brauche ich ein bisschen mehr Support, sag ich mal. Aber ist auf jeden Fall, ich denke mal, sicherlich ein schöner Plattformer. Na... Fliege ich denn nicht? Macht doch Sinn. Okay, komme ich da schon oben hin? Moment. Nee, da komme ich noch nicht hin. Also gibt es bestimmt noch mal eine andere Power, um da was abzuräumen. So, das war gut. Dann würde ich mal einfach sagen, ich mache mal hier einen Cut. Das war Marvins Mittens. Ein wirklich netter, süßer Plattformer. Da würde ich auch das Wort süß auch gerne verwenden bei dem Game. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es in den Kommentaren mich wissen. Und dann werde ich das mal auspacken. Notfalls, wie schon, wenn er sagt, das ist cool, das ist ganz putzig. Ihr könnt euch das ja gerne bei Gronkh mal angucken, dann seht ihr das mal komplett. Ich tue es nicht, weil wenn ihr das mehr sehen wollt, dann muss ich das auch, naja, ich will nicht sagen semi-blind, aber dann möchte ich das schon, möchte ich auch selber überrascht sein. Dann könnt ihr einfach in den Kommentaren lassen und vielleicht, wenn ich da rumspinne, warum nicht, vielleicht machen wir das ja wirklich Weihnachten 16. Mein Gott. Ja. Lasst es mich einfach mal wissen. Hier nochmal danke an den großartigen Pinkcap. Bedankt euch auch mal bei ihm. Ja. Und auch hier gilt die Regel. Ich grüße hier nochmal den Hyratorium Lord. Wenn ihr mir was zukommen wollt, wie auch immer, über Steam oder sonstiges, ich zeig das. Und ich weiß, was der für Sachen antun will. Ja, Grüße nach Bochum. Du kriegst auch irgendwann noch deine Charlie's Angels. Mal gucken. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.